Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung, sollte jetzt auch funktionieren. Die letzte Mal hatte ich es angekündigt und da hat er leider nicht funktioniert. Ich hoffe, er funktioniert jetzt. Probiert es gerne aus und schreibt es in die Kommentare, ob es wirklich funktioniert. Und lasst dort natürlich gerne ein Follow da. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir den Finsterbomber wieder im Shop. Tragen mittlerweile ziemlich viele diesen Skin. Deshalb ist es nicht wirklich ein besonderer Skin und sieht man eben halt einfach zu häufig. Deshalb würde ich mir den persönlich nicht kaufen. Dann gibt es dazu die Donneros Spitzhacke. Die ist reaktiv. Ich glaube, umso häufiger man schlägt, desto röter wird hier das Horn. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Und dann gibt es dazu noch den Glyphe der Dunkelheit Gleiter, der 500 V-Bucks kostet, also im Prinzip einem grünen Gleiter entspricht. Dann haben wir als nächstes den Gewitterskin. Dazu dann die weibliche Version im Prinzip, den Blitz. Dann Sturmblitz Spitzhacke und den Sturmauge Gleiter. Dazu dann noch die Turbulent Lackierung mit einer leichten Animierung. Ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier den Kryptoskin. Das Backpack, es haben sich viele den Skin tatsächlich alleine wegen dem Backpack gekauft. Ist an sich aber auch ganz in Ordnung, der Skin, kann man sich definitiv kaufen. Dazu dann die Enigma-Lackierung, die auch animiert ist. Dann haben wir den Jäger-Skin, der absolut viel Freistellen am Körper hat. Die weibliche Version ist noch schlimmer, aber sieht trotzdem eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann haben wir den Boxenstopp-Skin. Als nächstes die Goldgräber Spitzhacke, dann die Quietscher Spitzhacke, dann ansteckend und als letztes heute neu den Deckeltritt. Mit einem schönen Drehkick das da runterholen ist auf jeden Fall ganz nice. Und das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.